Freunde, zurück bei Transport Fever hier auf meinem Kanal. Ich grüße euch. Ja, wir sind hier, weil wir diesen Zug hier ersetzen. Neue Einheit. Sobald der andere da raus ist. Ja, der fährt jetzt hier in den Bahnhof rein, dann werden wir den ersetzen. Hier liegt auch nicht gerade so viel Zeugs rum. Ja, doch, liegen schon einige Brötchen rum. Ja, das ist für die Linie. Im Moment hat er die Länge des Bahnhofs, nachher eben nicht mehr, wenn wir den dann ersetzt haben. So, dafür noch eine Doppeltraktion. Jetzt kann der, ja, fast 2000 Einheiten transportieren. Gut. Ja, wir haben noch eine neue Mod, die ich noch platzieren möchte. Zum Beispiel hier bei Hohenburg. Weil die haben ja noch keinen Parkhaus zu gesehen. Hier dieses Straßenfahrzeugdepot. Da gibt es eben eine neue Mod. Und zwar dieses Teil hier. Aber das sieht man schon, das ist hier viel zu groß, passt hier nicht rein. Deshalb reißen wir das mal weg. Wir werden hier das Straßenfahrzeug Depot hinsetzen. Ja, das hier haben wir auch noch. Vehicle Stacker, okay. Ist der Vulkan? Keine Ahnung. Ja, das hier ist es. Das ist ein ja, Untergrund Parkhaus, in dem Sinne ist aber auch ein Depot. So sieht das Ganze aus. Ja, eigentlich noch cool gemacht von dem Modder, der das Parkhaus gemacht hat. Finde ich noch ganz eine coole Sache. Gut, wir werden hier gleich mal den Nahverkehr genauer betrachten. Wir haben auch noch zwei verschiedene Fahrzeuge drauf. Was sind eigentlich die hier drin? Könnte man, glaube ich, alle mal ersetzen. Hätten wir hier nämlich alle die gleichen Fahrzeuge. Gut, Hohenburg, Nahverkehr. Bus von Hohenburg, das wäre der hier. Da sieht man schon, der versorgt nicht die ganze Stadt. Primär eigentlich den Teil hier drüben. Hier haben wir gar nichts. Ja, da müssen wir ganz sicher auch noch was machen. Gut, wir schicken hier mal alle ins Depot, würde ich mal vorschlagen.
Dann werden wir hier das ganze Teil umbauen. Gut. Da kommt alles raus. Dann gibt es hier neue Haltestellen rein. So, die hier können wir mal hier unten eine hinmachen. Die deckt was ab, die deckt den ganzen Teil hier drüben. Gehen wir hier drüben lang. Hier hin, da oben hin, dann würde ich sagen, wir können hier hinten mal eine Wendeschleife setzen. So eine Busschleife, vielleicht mal zwei Terminals, wenn ich eine finde, das ist die Tram. Ja, wo ist die hingekommen? Das hier ist sie. Gut, dann werden wir die irgendwie hier hinsetzen. Drüben deckt es eben nicht alles ab. Ich denke, wir könnten noch eine zweite Schleife hier oben irgendwo hin platzieren. Vielleicht da hinten. Dann gibt es hier noch was Haltestellen hin, weil wir machen jetzt zwei Buslinien draus. Dass wir hier noch so ein Teil hin machen. Dann brauchen wir eine zweite Linie dazu. Personenstadt, Bus, 2, Hohenburg. Wir werden mal hier fix die Farben ändern, damit man die auch sieht. Gut, Buslinie 1. Geht mal von hier hinten hier durch, hier vorbei, dann hier nach oben, hier hin und wieder zurück. Das wäre die Linie, die gefällt mir jetzt noch nicht, die soll nämlich hier hinten. Wisst ihr was? Wir können hier hinten noch zwei Haltestellen setzen. Dann gehen die nämlich auch da hinten durch. Nach der 3 gehst du noch hier rüber und nach der 7 ist auch hier lang. Gut, das wäre die erste Buslinie. Dann die zweite, die wird hier das andere mitnehmen. Können wir höchstens noch schauen, dass wir irgendwie hier beim Bahnhof noch vorbeikommen. Dann werden wir hier die Straßen noch updaten. So, hier noch lang gehen. Fehlt uns hier in der Mitte vielleicht noch eine Haltestelle. Und das heißt, wir gehen von hier, hier hin, hier, hier außen lang, dann noch hier hinten. Jetzt machen wir hier noch eine.
damit sich das Ganze auch ein bisschen verteilen kann. So. Das wäre die Linie. Mal kurz schauen. Wir haben, glaube ich, hier jetzt ja, beide 10 Haltestellen. Das wird jetzt hier auch heißen, es wird mehrere Busse geben. Da sieht man schon den Bus hier reindüsen. Wir werden hier jetzt eh mehr Busse haben, als wir benötigen. Vielleicht so 10 pro Linie. Jetzt müssen wir kurz schauen, was wir hier nehmen. Die fahren nur 25, also die sind auch schon außen vor. Die fahren 50, 13 Kappa. Wir machen mal 11 auf die Linie. Wo haben die? Hohenburg 1. Hier sicher noch was anderes. Die hier. Dann ist so einer zu viel. Auf die Hohenburglinie 2. Ja, das sieht doch einfach nur cool aus. Machen wir noch ein Foto. Das sieht doch ganz cool aus hier mit der Untergrundstation, dem zum Parkhaus. Ich weiß nicht, ob wir da noch Landesteile anschreiben können. Was hier noch so gibt. Gut. Zuglinien haben wir hier erst, glaube ich, 2 drin. Jo. Da haben wir die beiden drin. Die haben noch gar keine Schnellzugverbindungen. Also es sind erst die beiden Städte, die wir hier miteinander verbunden haben. Moment, die haben zur Außenwelt nur hier oben eine Verbindung. Nach Helgoland. Hier unten, die haben gar keine Verbindung. Irgendwie nach da unten. Da könnten wir vielleicht von Paris aus noch was hinbasteln. Hier sind die Schienenzeppeline unterwegs. Die wahrscheinlich auch maßlos überfüllt sind. Ja, 61 Personen, da kommen wir wahrscheinlich mit den Schienenzeppelinen auch nicht mehr sehr weit. Gucken. Sieht, dass wir den Schienenzeppelin vielleicht austauschen. Und dann, dass wir vielleicht Helgoland an vielleicht Hamburg anschließen. Müssen wir noch gucken, wenn ich hier mal weitermachen kann mit
Dankeschön. Dann werden wir schauen. Die machen ein gutes Plus hier. Können aber sicher mehr leisten. Weil das Teil hat hier ja vor ungefähr 200 km/h. Das wäre eben das Teil da, Schienenzeppelin. Mit 10 Passagieren. Ja, mit 70, das ist schon ein bisschen zu arg wenig. Oder wir machen mehr Schienenzeppeline drauf. Eigentlich möchte ich diese erhalten, wenn es geht. Aber etwas gegen die 120 würde ich die jetzt auch nicht tauschen. Die müssten wir schon wieder was haben, das 200 km/h fährt. Ansonsten wird sich das nicht wirklich rechnen. Ja, 193, der Metroliner. Schwierig, schwierig, schwierig. Was wir hier machen wollen. Was haben wir hier noch? Den haben wir hier auch noch nicht. Bin 90 Kappa. Die sind für 300 km ausgelegt. Der Glacier Express fährt mir zu langsam. Talent weiß ich nicht, ob der funktioniert. Die fahren eben auch nur 120. Haben ja echt nichts, was die 200 macht. Ja, der hier, aber der ist massiv zu hoch mit den Passagierzahlen. Scottish Rail. Der macht 200 km/h, aber auch 111 Passagiere, das ist auch zu viel. Da ist halt schon etwas IC 2000, der hat einfach viel zu große Kapazität für die Strecke, finde ich jetzt. Ja, wir haben sonst nichts, was 200 fährt, außer dem staatlichen Kiss. Der hier würde 200 km/h fahren. Ja, jagen wir doch sonst den drauf. 26 Meter. Ja, weil das sind immerhin das Sechsfache an Kapazität. Der kostet 290.000 im Jahr. Ja, komm, wir machen den hier drauf. Haben wir hier mal einen anderen Zug. Können wir hier wahrscheinlich zwei rausnehmen, würde ich mal sagen. Der wird jetzt gleich ersetzt werden. Auch eine gute Länge hier. Dann haben die auch mal was Aktuelleres auf den Schienen. Dann mal gute Fahrt. Ja, mal schauen, wie sich dann hier der Nahverkehr hier entwickelt.
Das werden wir halt beobachten müssen. Dann würde ich jetzt sagen, wir bauen hier doch mal die zweite Strecke nach Hamburg rüber. Haben wir überhaupt bei Hamburg noch irgendwie einen Platz frei? Sorry, Helgoland wäre das. Helgoland geht eben die schon hin. Hier bei Hamburg, da haben wir auf der Seite noch nichts. Da können wir wahrscheinlich den Bahnhof ausbauen. Oder eben auch nicht. Da ist das Depot im Weg. Schmeißen wir kurzerhand das Depot weg. So, bauen den aus. Müssen wir hier einfach noch das Depot wieder hinsetzen. Jetzt würde ich hier aber gleich auch mal ein Untergrunddepot verwenden. Ich glaube, wir haben hier keine Tramschienen. Von dem her können wir das machen. Hier machen wir es aber in der deutschen Variante. Dann werden wir das hier draußen hinsetzen. Weil das hat auch einen Besuchermagnet. So, jetzt können wir hier. Wir hätten da, glaube ich, noch Schienen gehabt. Auch nicht so schlimm. Den können wir dann immer noch irgendwo hin. Ja, dann würde ich sagen, hier gibt es in der nächsten Folge noch eine neue Zuglinie. Für die ganz hinten. Bis dahin, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr morgen auch wieder mit dem Start seid. Bis dahin, alles Gute und bis dann. Tschüss!